Hallo und willkommen zurück zu Shoninias Let's Plays und Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier beim Neuhof unterwegs und hatten zuletzt nach Hinweisen gesucht, warum oder von wem. Okay. Von wem hier der Hof angegriffen wurde und wer dafür verantwortlich sein kann. Wie es scheint, gab es einen Typen namens Rotschlopf, der damit was zu tun hat. Und jetzt soll ich die Köhler finden. Was ist los? Brauchst du Hilfe? Himmel! Pass auf, wo du hingehst! Was willst du denn von mir? Ja! Ich hätte wohl hier rumlaufen dürfen. So, und es hieß, dass ich flussabwärts laufen soll. Ja! Deswegen laufe ich jetzt zum Fluss und dann weiter rechts, hätte ich jetzt gesagt. Ist er das schon? Ich glaube ja. Ja. Da vorne sind Hütten, da steht doch jemand. So, das sind einfach nur Leute, die hier den Weg passieren. Wanderer. Wanderer. Dann weiter, ja. Flussabwärts. Sühnerkreuz. Ja. Da ist eine Wache. Da sind zwei. Da steckt einer im Busch noch. Das sind bestimmt Wege, soll er, aber gegen zwei auf einmal traue ich mich, glaube ich, nicht. Und ich habe nichts zu speichern. Nahkampfschaden erhöht und aber dafür Verteidigung runter. Der hat einen Helm. Die Frage ist, ob das böse sind. Okay, das lief ja schon mal ganz gut. Überladen. So, na dann. Nach Gewicht sortieren. Der hat mehr Schaden, das heißt, dann nehme ich den. Das kann auch rüber, das kann rüber. Und dann war es das auch schon wieder. Der hätte mich ja eigentlich sehen müssen. Wo ist Beck kaputt?
Zwei, drei. Alter, wie viel sind denn das hier? Und ich dachte, ich hatte Glück, dass da nur einer ist. Ich hatte schon mal die Situation, dass ich vorhin wegen weggelaufen bin. Das hat ewig gedauert. Ich vermute, wenn ich mich jetzt umdrehe, sind die noch da. Oben links sind auch noch so zwei Schwertersymbole. Aber bis auf der eine, der voll gepanzert war, waren die anderen eher schwächlich bewaffnet. Da ist mein Pferd. Okay. Ja. Ne szarás. És pont mikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Ich habe einfach mal nichts verstanden von dem, was er gebrabbelt hat. Ja. So, hier sind diverse Häuser. Könnte das da unten sein, aber vielleicht auch das da oben. Ein Lager entdeckt. Ein Lager. Ein Köhler. Glück und Gesundheit. Würdest du mir... Kommt drauf an, was... Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen... Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß... In letzter Zeit geschehen hier viele... Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch... Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen... Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie... Nein... Aber sie wirkt. Hast du eine Idee? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschitze. Aber der Wald ist riesig. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Gut. Mach's gut. Okay. Guten Tag. Gott behüt dich. Es gibt noch andere, die nach ihm gefragt haben. Warum muss ich hier eigentlich alleine laufen? Kann mir das mal jemand sagen? Warum kann man in diesem Spiel nicht speichern? Jetzt soll ich wieder nach da oben. Aber es hieß doch, ich sollte den Süden runterlaufen. Das verstehe ich jetzt nicht. Neuhof zurück. Den da vorne will ich nochmal bequatschen. Falls das überhaupt einer ist. Nicht wirklich. Na gut, dann bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig, als nach Neuhof wieder hochzugehen.
immer aus der entgegengesetzten Richtung, wo man pfeift. Ja. So, na dann mitten in den Wald hinein. Ich bin gespannt. Der Wald sieht ziemlich dicht aus. Komme ich da überhaupt rein? Da ist eine Lichtung. Grabsteine. Nee. Bäume, die kaputt sind. Ja. Das ist aber ein Lager. Guten Tag. Hat hier jemand den Jungen vom Gestein? Ja, genau den. Nein. Ist aber nicht allzu lange her, als er hier auf dem Weg nach Thalenberg durchkam. Folge dem Bach nach West. Alles Gute. Was zur Hölle machst du da? Beste Grüße. Weißt du, den Stallburschen aus Neuhof. Ah, ich weiß, wen du meinst. Der ging erst kürzlich. Mach's gut. Nach Thalenberg wieder zurück. Fragen wir nochmal den anderen. Gelobt sei hier. Hat den Jungen. Ja, genau den. Nein, ist aber nicht alles Gute. Okay, die sagen alle das Gleiche, habe ich das Gefühl. Guten Tag. Ich muss wirklich. Du denkst, er hatte seine Finger. Schwer zu sagen. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber. Stromabwärts bei Thalenberg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber möge Gott über dich wachen. Ich wollte. Wo geht er? Glaubst du, wir. Wenn ihr ihn. Und wo. Mach's gut. Okay. Oh, das hat sich sogar gelohnt, dass ich das gemacht habe. Ich habe dadurch noch eine Vitalität-Spezialisierung bekommen. Schneller spurten. Aber da warte ich mal ab noch. So, was sagt die Karte? Wo jetzt hin? Questlog, Rotschlopf. Vor allem, wenn das wirklich der Dingstyp ist. Habe ich doch aber nie eine Chance gegen den. Ja. Ja. Ist aber gut weit gekommen hier, der Typ. Ich glaube, ich gehe lieber wieder runter. Ja! Nicht der beste Weg.
Aber wenn es nicht direkt am Ufer was gibt zum Laufen. Vorne ist wieder eine Brücke. Wäre noch schön, wenn man ein bisschen abschätzen kann, wie weit man schon gelaufen ist. Oh, es ist genau da, wo er dachte. Na dann. Gelobt sei. Ich suche Rotschopf. Kenne ich nicht. Aber im anderen Lager wurde mir... Nun, die müssen da was verwechselt haben. Lebe wohl. Der lügt. Hey. Guten Tag. Du weißt etwas über... Kann schon sein. Und wenn du ein bisschen... Ich untersuche ein Verbrechen. Nun, ich bin mir sicher, du hast etwas Silber bei dir. Und was, wenn ich dir die Fresse einsch... Nicht doch. Ich... Jetzt spuck es... Also schön. Hab gehört, dass sie ihn in einer abgelegenen Hütte am... Na also. So, lebe wohl. Gott sei mit... Ich suche... Und warum suchst du... Er war dort. Und wo hast du das... Ich war bereits in den anderen Lagern. Woher wollen die das wissen? Wohl kaum. Helfen. Der Junge wurde Zeuge eines... Und wenn sie hier auf... Nun ja, sie waren schon... Nun denn? Wir machen es auf meine Weise. Du wirst diese beiden mordenden Hunde los. Wir sind uns schon begegnet. Hat die Pest... Was? Du sagst doch bloß, was ich hören will. Doch? Ich wüsste gern... Herr Harnusch, mach's gut. Hey, immerhin gab's eine Speicherung. Du solltest da... Was? Hoffen wir... Naja... Was? Gehab dich wohl. Na, wo sollst du denn sein? Die Steuerung ist echt manchmal ein bisschen tricky. Da ist auch irgendwas auf der Karte. Aktivitätengeber. Eine Waldhütte vielleicht da. Da! Hoffen wir doch mal, dass wir jetzt richtig sind. Es wird auch langsam dunkel. Aber könnte vielleicht hilfreich sein. Ich habe gerade jemanden reden hören. Na gut, gehen wir mal rüber. Direkt im Wald vermute ich ja nicht, sondern eher diese Lichtung. Das sind zwei, hieß es. Damit kann ich doch auch schon mal was anfangen. Ich hoffe, die sind nicht schwer bemannt, geschützt, gerüstet. Das Wort habe ich gesucht. Dass ich sie mit einem Pfeil umbringen kann.
Wer ist da? Boah, was kann ich denn jetzt mal so ein fetter Busch hier sein? Sein einer Kollege schläft. Was ist das? Hey, wer ist da? Das wird eine Freude! Drei Pfeile in seiner Brust. Du bist ein Vierten in seinem Hals. Verdammt! Trau dich doch! Vielleicht sollte ich einfach auf Schwertkampf übergehen. Lol, da wäre vorhin sein Kopf gegangen. Scheiße. Nein! Okay, aber jetzt wissen wir ja, wo sie sind. Da 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 da. Aber so habe ich den einen relativ gut trotzdem weggelockt. Nur, dass ich ihm, obwohl er nur eine Stoffrüstung anhatte, mit einem Pfeil scheinbar nicht so viel Schaden machen kann. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. Er hatte mindestens drei Pfeile in der Brust, einen im Hals und zwei, drei im Arm oder so. Das packt doch keiner. Hätte jetzt einen Kettenpanzer drunter oder so, dann würde man es ja verstehen, aber nicht so. Ich vermute, wir sind fast da. Jetzt ist nur einer im Bett. Aber warte mal, wir können doch einfach mal schlafen. Oder abwarten. Jetzt ist es dunkel und dann sind vielleicht alle am Pennen. Ja, beide am Schlafen. Der hieß verdächtiger Waffknecht. Der andere hatte mich aber angegriffen vorhin. Töte die Banditen. Okay, es waren Banditen. Dann bin ich ja beruhigt.
Ist das keine Kiste? Komme ich jetzt an die Kiste ran? Ja. So, das mache ich noch. Ich bin gleich sowas von überladen. Da vorne ist noch seine Fackel an. Die Fackel hat er jetzt nur aufgehoben. So, kann ich eigentlich Schnellreise machen, wenn ich... Wenn ich, geht nicht. Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass ich wieder laufen kann. Oh, ich bin auch ganz schön hungrig, sehe ich gerade. Das hat ja gepasst. Okay, ansonsten Gewicht. So, alles erstmal in die Satteltasche. Die Waffe ist stärker. Hält aber weniger aus. Ist aber auch leichter. 40, 40, plus 4, minus 4. Ach, Stich und Schwert. Nee, dann finde ich die besser, weil zustechen mache ich nicht so oft. Kleines Rüstungsset, was macht das? Ah, okay. Anwenden. Auf meine Handschuhe. Geht nicht, ich kann nicht reparieren. So, na dann will ich doch schnell runterlaufen. Ich könnte eigentlich mal schlafen vertragen. Na, wobei. Nicht auf meine Ausdauer bezogen, auf meine Müdigkeit. Sondern primär auf meinen Wunsch hin zu speichern. Ist ganz schön finster hier. Ich vermute, ohne Fackel würde ich gar nichts sehen. Ich finde es aber witzig, dass mein Pferd eigentlich nicht da ist, ich trotzdem ihm Item geben konnte. Ich habe vorhin mal beim Pferdehändler auch geguckt. Eine neue Tasche kostet so um die 2000. Ich wollte auch gucken, wie viel die anderen Pferde kosten. Es gibt auch welche, die haben von sich aus schon mehr Platz und mehr Ausdauer und mehr Geschwindigkeit. Aber die wollte mir kein neues anbieten. Sie sagte, hast du schon geguckt? Ich so, ja. Und welches möchtest du? Ich muss noch überlegen oder so, sagt er dann immer. Vielleicht geht das auch nur, wenn man kein Pferd hat. Aber das glaube ich eigentlich auch nicht. So, müsste ich jetzt nicht langsam mal da sein? Die werden alle pennen wahrscheinlich. Du hast entdeckt, Kohlenmeister. Scheiße! Hau ab! Oh,
Muss ich erstmal abwarten. Scheiße, geh weg. Wir sind doch über 3 Stunden. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause. Bis später.